Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Neverwinter. Wir haben beim letzten Mal ja die ganzen Quests erfüllt, haben auch gleichzeitig den Schlamm hier gesammelt, nachdem wir die Quests auch noch nachträglich angenommen haben. Und ich würde sagen, wir geben die Quests euch jetzt einfach mal ab. Hervorragend! Mit diesen Proben kann ich endlich bestimmen, ob der Schlamm tierischer, pflanzlicher, mineralischer oder untoter Natur ist. Diese Erkenntnis ist sehr wichtig für meine Forschungen. Es gibt Gegenmittel, die auf untoten Schlamm katastrophalste Wirkungen haben können. Glaubt mir. Das ist ja äußerst interessant. Eine Geschichte zu Schlamm. Oh, guck mal, und wir kriegen sogar eine Nachricht für Schlamm. Ah, ich bin begeistert. Das ist auch eine Nachricht, die interessiert. Die bringt bestimmt ganz viele Storyline bei mit. Aber, nee, ich glaube eher nicht. So. Das heißt, wir können jetzt noch eben die anderen drei Quests abgeben, die wir hier vorne im Lager bekommen haben. Einmal bei der alten Frau und dann bei dem komischen jungen Hüpfer und der jüngeren Frau. Gucken wir mal, wo die uns hinschicken. Wir haben Informationen auch gesammelt für den Kommandant Nox. Sprechen wir erstmal mit Oma. Wie sollen wir in dieser Stadt mit ehrlicher Arbeit unseren Lebensunterhalt bestreiten? Keine Ahnung, musst du selber wissen. Oh, möge Ilmeter euer Herz segnen. Diese wenigen Waren werden euch sicher nicht sehr wertvoll erscheinen, aber für die Armen des Viertels können sie den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen. Wenigstens für eine Weile. Irgendwie tut sie ihr ein bisschen leid. Aber nun gut. Wir haben mit der Tante gesprochen, das ist ganz gut. Jetzt können wir hier mit dem vielleicht nochmal quatschen. Von hier an müsst ihr vorsichtig sein. Das gesamte Gebiet ist unter Kontrolle der Nasher. Ihr Anführer, Karsov, hat sie aufgestachelt und sie greifen momentan jeden Fremden an, der ihnen über den Weg läuft. Unser Befehl lautet, dieses Tor zu verteidigen. Also ist dieses Gebiet noch sicher. Ich empfehle euch aber dringendst, einige Münzen in Heilungstränken anzulegen, bevor ihr euch weiter hinaus wagt. Na, Heilungstränke haben wir noch genug, aber danke für die Vorwarnung. Danke für den Bericht, Gefreiter. Wir haben sogar neues Wissen bekommen. Ja, das sollte man ab und zu mal machen, mit solchen Leuten sprechen. Entschuldigung. Wir haben neues Wissen entdeckt, die Nasher in Black Lake. Und ich würde sagen, geben wir hier mal die nächste Quest ab. Die schriftliche Nachricht, die Leichen, der Schlüssel zu den Abwasserkanälen. Das alles lässt nur einen Schluss zu. Gothwin Cooper wurde von den berüchtigten Todesratten entführt. Oh, Todesratten! Bewegt euch in diesem Viertel äußerst vorsichtig. Black Lake ist dieser Tage nur noch die Heimat der Verzweifelten und Verstoßenen. Haben wir gerade wirklich schon wieder ein Level abbekommen? Das ist ja krass, jetzt sind wir schon Level 7. Die Todesratten! Anscheinend wollen nicht nur wir von Gothwin erfahren, wo sich Karsov und die Krone befinden. Die Todesratten, eine Bande widerlicher Wehrratten, haben ihn entführt, um die Information unter Folter aus ihm herauszupressen. Die Nasher haben Gothwin seinem Schicksal überlassen. Gelingt es uns, ihn zu retten, erhalten wir vielleicht im Gegenzug die Informationen, die wir brauchen. Der Hort der Todesratten ist hier in den Abwasserkanälen. Ich werde einen uns bekannten Eingang auf eurer Karte verzeichnen. Aber nehmt euch in Acht. Gothwin wird ohne Zweifel tief in ihrem Hort gefangen gehalten. Aha, wir müssen uns also mit den Todesratten beschäftigen, auf der Suche nach der Krone. Aber nun gut, wir geben hier auch nochmal eben die Quest Vorsicht. Ab. Vorsicht, diese Nasher verhalten sich Außenseitern gegenüber nicht sehr freundlich. Das habe ich schon festgestellt, Entschuldigung. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Niemand soll sagen, dass Lord Neverember sich nicht um die Sicherheit der Einwohner von Neverwinter kümmert. Und auch diese Quest ist beendet. So, was steht jetzt für uns auf dem Plan? Wir können jetzt erstmal aufleveln, würde ich sagen. Dazu gucken wir erstmal hier. Wir können wieder nur eine Kraft verteilen. Und da können wir die nächsten Kraft können wir erst verteilen, also auf Stufe 3, wenn wir mindestens 20 Fertigkeitspunkte insgesamt verteilt haben. Von daher bringt uns das jetzt hier noch nicht sonderlich viel. Ich würde sagen, wir machen nicht so schnell. Ein schneller Rundumschlag auf die Beine der umstehenden Gegner verlangsamt sie kurzzeitig. Der Schaden wird für jedes nach dem ersten Treffer getroffene Ziel leicht reduziert. Ja, Schaden nochmal um 10% erhöhen und verlangsamen plus eine Sekunde. Machen wir doch einfach mal. Jawohl. Denn das sind im Moment die Fähigkeiten, die wir so benutzen. Und da steht sogar, ich habe Post. Wir schließen das Ding mal. Wir haben Post, das ist ja interessant. Sollen wir da mal reingucken. Wenn uns das angezeigt wird, gucken wir mal eben in die Post.
So, was haben wir denn? Hubert Windcastle. Blackleg braucht euch. Crazy Van Bane. Ihr wurdet als Vertrauens... Moment. Ich muss mal eben hier weg und wohin, wo die nicht alle rumquatschen. Dann kann ich besser lesen. So, ich glaube, hier ist es eine ganz gute Position. Schauen wir doch einfach mal. So, wie war das jetzt mit der Post? Da war die Post. Crazy Van Bane, ihr wurdet als vertrauenswürdiges Mitglied unserer Gesellschaft identifiziert. Darüber hinaus seid ihr der Übernahme schwieriger Aufgaben auffällig geworden. Unsere Kundschafter in Blackleg berichten von Raub und Chaos aller Orten. Wenn ihr es auf euch nehmen könntet, euch unverzüglich zu ihnen zu begeben und eure Hilfe anzubieten, würden die Einwohner von Neverwinter euch tief verbunden sein. Mit der gebotenen Eile Hubert Windcastle, Gehilfe des Lord Beschützers. Okay, ich glaube, da sind wir ja schon. Oder hat er jetzt was anderes gemeint? Wir können ja mal kurz auf die Karte gucken. Achso, einige Karten haben mehrere Instanzen. Klicken Sie in der unteren rechten Ecke der Karte auf Instanz wechseln, um zur gewünschten Instanz zu reisen. Ja gut, kennen wir auch schon, haben wir ja schon gemacht hier unten. Da kann man die Instanz dann aussuchen, wo man hin will. Ich will nicht wechseln, denn ich möchte erstmal hier bleiben. Das soll mir alles soweit recht sein. Oh, und ich würde sagen, wir machen uns jetzt auf zu den Tunnelratten, die hier anscheinend drin sind. Die haben wahrscheinlich die gewünschten Informationen, die wir brauchen, um die Krone zurückzubekommen. So, da haben wir wieder neues Wissen, was ich natürlich wieder mal nicht vorlese. Denn ich denke mal, das könnt ihr auch verstehen, dass ich das nicht vorlese, weil da kann ich ja dranbleiben. Ach du Heiliger, hier haben wir ja schon wieder alles voll mit diesen komischen Ratten. Lauter Splinters. So, die haben wir schon mal weg. Die hauen wir auch mal eben weg. Zack, sehr schön. Viel aushalten tun sie nicht, sind halt nur nervig, wenn sie zu vielen, also zu mehreren ankommen. Und muss ich sagen, hier auch so mit dem Licht und so, die ganze, es steckt so tierisch viel Liebe zum Detail in diesem Spiel. Das ist unglaublich. Oh, was ist das denn? Wissenssammlung? Was haben wir denn da für eine Wissenssammlung bekommen? Oh, da habe ich versehentlich doch tatsächlich einen Heiltrank gefressen. Oh, oh. Alte Mistratte. So, auch den haben wir weg. So, das können wir soweit aufsammeln. Hier haben wir sonst soweit nichts mehr. Zumindest nicht, dass ich irgendwie was gesehen hätte. Und guck mal da hinten. Da haben wir eine dicke, fette Ratte. Mit der haben wir, glaube ich, ein bisschen mehr zu kämpfen. Oh, 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 raus hier. Sehr schön. So, wirklich viel machen tut er ja auch nicht. Den haben wir ganz locker weggepatcht. Okay. Lea schickt mir später eine Kleinigkeit per Post. Das freut uns ja sehr. Ich komme schon wieder vor wie so ein Bettler. Es ist irgendwie immer so. Wenn ich irgendwie was geschenkt bekomme von euch, fühle ich mich immer wie so ein Bettler. Naja, ich bin mal gespannt, was da ankommt. Das werden wir wahrscheinlich in diesem Part gar nicht mehr sehen. Zum Gesehen bekommen. Weil allzu lang geht der Part ja jetzt auch nicht mehr. So, hier haben wir auf jeden Fall schon mal alle umgehauen. Können wir den Hebel mal benutzen. Ach, da geht's. Ich wollte gerade sagen, die Ratte, die nickt uns da noch ordentlich zu. Was haben wir denn hier? Arcana-Paket haben wir wieder nicht. Ich muss echt mal sehen, dass ich vielleicht mal die ganzen Pakete einkaufe, damit wir auch die Sachen alle plündern können. So, was haben wir da? Da ist eine Falle. Hier sieht man's. Falle auslösen. Will ich nicht. Ich will da drüber springen. Denn die Fallen, die sind in dem Spiel echt nicht ohne. Die machen ordentlich Schaden. So, und ich antworte mal eben kurz auf seine Aussage. Da bin ich ja mal gespannt. So, und weiter geht's für uns. So, was haben wir da? Da haben wir nichts mehr. Oder ist da drunter noch was? Nee, da drunter ist nichts mehr. Nee, also was wollte ich gerade sagen? Hier, das mit den Fallen, das ist... Da haben wir zum Beispiel schon wieder so eine Fallen-Auslösemechanismus. Den umgehen wir einfach mal. Weil die Fallen, die sind echt tödlich. Ich habe es damals echt mal geschafft, dass die Fallen mich umgebracht haben.
weil die doch ordentlich Schaden raushauen. Vor allen Dingen so im Anfangsbereich, wenn man noch nicht ganz so viele Lebenspunkte hat, da ist das schon teilweise richtig, richtig tödlich. Ach, scheiße, jetzt hat er mich doch noch getroffen. Okay, wenn das so ist, machen wir doch einfach mal den hier. Gut, diesmal hat er uns nicht erwischt. Wir können mal eben uns ein bisschen Leben dazu holen, auch wenn es nur 19 Punkte sind, immerhin. Und raus hier. Sehr schön. Das klappt ja doch alles recht gut. So, damit sind die Tunnelrannen weg. Da war noch eine Rüstung, die wir aufnehmen konnten. Ja, du sagst mir dann, wenn es mir geschickt hast, brauchst du nicht unbedingt. Ich sehe das dann ja, wenn ich neue Post habe. Aber nun gut, kannst du ruhig schreiben, ist ja kein Ding. So, da kommen schon wieder die nächsten Rattenköppe an. Und wir haben auch ein neues Lager entdeckt. Ja, gut, dass wir da das nächste Lager haben. Und wir sind vergiftet. Zumindest waren wir gerade vergiftet. Naja, soll mir recht sein. Wir haben auf jeden Fall hier das nächste Lager. Da kann uns ja nicht viel passieren. Aber würde ich sagen, bleiben wir hier mal eben kurz drin stehen, bis wir wieder voll sind. Und man sieht schon, wir kriegen jetzt immer alle paar Sekunden 120 Leben dazu. Und unten der Balken, der füllt sich doch enorm schnell. Von daher kann man auf jeden Fall schon mal sagen, so viel Leben haben wir noch nicht. Steht das eigentlich? Da haben wir es. 1203 Leben haben wir. Das ist nicht das meiste. Das ist auf gar keinen Fall das meiste. So, da haben wir schon mal zwei weg. Das ist noch der dritte, den wir weggehauen haben. Sehr schön. Und wir gucken einfach mal weiter, beziehungsweise bevor ich weiter gucke, ich war ja schon wieder vergiftet. Nochmal eben kurz hier zum Feuer, wenn wir hier sowieso um die Ecke sind. Sehr schön. Wobei, ich bin so doof, warum mache ich das denn überhaupt? Haben wir nicht noch im Gepäck irgendwie einen tragbaren Altar? Doch, da haben wir doch noch einen. Können wir das doch benutzen. Naja, was soll's. Was haben wir da? Gebundene, schwächere Schriftrolle. Gut, das können wir eigentlich mal machen. Können wir mal eben die Sachen identifizieren. Was haben wir denn da? Ein Amulett Verteidigung und Lebensentzug. Ja, das hört sich doch schon mal gut an. Nehmen wir auf jeden Fall. Was haben wir hier für einen Gürtel? Verteidigung und Lebensentzug. Kraft und Verteidigung. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da nehme ich dann doch lieber den Lebensentzug. Weil mit jedem Schlag Leben dazu kriegen, ist schon gar nicht mal so schlecht. Da haben wir wieder ein Porte-P, was uns empfohlen wird, deswegen nehmen wir es einfach mal. Ist vielleicht nicht immer die beste Lösung, dass die empfohlenen Sachen zu nehmen, aber ich habe im Moment einfach noch nicht so wirklich Ahnung von dem Spiel, was jetzt am besten geeignet ist, welche Werte. Und da haben wir eine Zwischensequenz. Der Flea Bottom. Das Flohfell oder sowas heißt das auf Deutsch. Irgendwas mit Floh war es auf jeden Fall gewesen. Oh, oh. Nein, ich bin noch da rausgegangen. Leck mich doch am Sack. Und es ist auch schon wieder ein Boss, ihr seht es ja selber. Den wollte ich gar nicht angreifen, den wollte ich. Ach, Menno. Der hatte mich schon wieder getroffen, die alte Sau. So, hau die Ratten da weg. Dankeschön. Diesmal trifft er uns nicht hervorragend. So will ich das haben. Aber der hat halt immer noch ziemlich viel Leben. So, das haben wir. Ich muss mal mich eben heilen. Sehr schön. Ach, Mann. Ich komme noch nie raus aus dem Scheiß. So, mal eben ein Stückchen rennen. Den wegmachen. Oh, gut, diesmal sind wir rausgekommen. Und weg mit dir. Komm, verrecke, Flea Bottom. Hopp. Jawohl, Gott sei Dank. Oh, ich dachte, der trifft uns jetzt doch nochmal. Was haben wir hier? So, das Ding haben wir eingesammelt. Gut. Haben wir hier noch was zu sammeln? 50 Kupfer. Ist auch nicht schlecht. Ja, dann würde ich doch sagen, wir hebeln mal eben den Hebel. Aha. Ah, da kommt eine Kiste zum Vorschein. Wie cool ist das denn? Ja, gut, dass wir den Hebel nochmal genommen haben. Dann würde ich sagen, gehen wir da mal eben kurz runter, öffnen die Kiste. Was haben wir denn da drin? Heiltrank, wieder was unidentifiziert und ein Naturpaket. Ja, das ist doch schon mal ganz nett. Damit kann man doch was anfangen.
Vor allen Dingen mit dem Naturpaket, geht das... Oha, ich hab's geahnt. Scheiße. Da ist noch eine Falle, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier ist noch eine Falle. Da muss man, hier muss man echt die Augen aufhalten bei dem Spiel. Sonst ist man da ganz schnell hin und weg. Im wahrsten Sinne des Wortes weg. So, was haben wir denn da? Hier, ich war am Diebstahl der Krone von Neverwinter beteiligt. Ich war ein treuer Nasher. Aber da Karsof mich hier meinem Schicksal überlassen hat, bin ich niemandem mehr zu etwas verpflichtet. Ich sage euch, wo sich Karsof verkrochen hat und auch, wo er die Krone versteckt hält. Erinnert diesen verräterischen Hund daran, dass Loyalität für beide Seiten gilt. Am besten, während ihr ihm eure Klinge in die Gedärme dreht. Ja, der ist ja gut zu sprechen auf seinem Chef. Aber wäre ich, glaube ich, auch, wenn ich da so verraten wurde, wäre. Oder verraten wurde? Na gut, da wäre ich auf jeden Fall auch stinkig. Gut, damit haben wir... Das sah gerade aus, als ob hier noch ein anderer Spieler rumgerannt wäre. Na gut, damit haben wir die Quest auch fertig. Wir kriegen wieder neue Schusch für uns. Gucken wir mal eben, was wir da überhaupt so alles noch bekommen haben. Können auf jeden Fall wieder identifizieren. So, schauen wir mal. Ich glaube, das war das, genau, das, die zwei Sachen hatten wir schon ausgetauscht. Was ist hier mit den Schuhen? Verteidigung und Bewegung. Ja, die nehmen wir auf jeden Fall. Die sind sehr viel besser wie unsere. Und was haben wir hier? Ein Zweihänder. Auch, oh, auch der ist sehr viel besser wie den, den wir haben. Auf jeden Fall direkt ausrüsten. Sehr schön. So, das heißt für uns, wir können hier wieder raus. Sieht die Waffe jetzt anders aus? Ich glaube, die sieht immer noch genauso aus wie die, die wir schon hatten. Naja, mir soll es recht sein. Was wurde uns denn überhaupt geschrieben? Achso, das ist immer noch das, okay. Das ist immer noch das, was wir zugeflüstert bekommen haben. Wir gehen jetzt hier erstmal raus aus dem rattenverseuchten Kanal. Und schauen mal, wo müssen wir eigentlich als nächstes hin? Achso, wir müssen hier zu dem... Ach, guck mal einer an. Wie hier sind wir rausgekommen? Das ist ja cool. Dann können wir ja hier direkt mit dem Fritzen sprechen und fragen, was wir als nächstes tun sollen. Gothwen hat uns alles verraten. Wir wissen, wo sich Karsof versteckt und auch, wo er die Krone aufbewahrt. Mit etwas Glück haben wir sowohl ihn als auch die Krone, bevor der Tag zu Ende geht. Jo, das hoffe ich mal. Bewegt euch in diesem Viertel äußerst vorsichtig. Black Lake ist dieser Tage nur noch die Heimat der Verzweifelten und Verstoßenen. Neues Wissen über Karsof haben wir bekommen. Heiße Spur. Von Gothwen haben wir die Information, dass Karsof in einem Haus in der Nähe Unterschlupf gefunden hat und sich die Krone im Hauptquartier der Nasher befindet. Meldet euch bei der Gefreiten Zoe Fargo, sobald das Gebiet gesäubert ist. Sie hat ein Auge auf das Haus, in dem sich Karsof versteckt. Ja, wo finden wir denn die Zoe? Und haben wir hier noch andere Quests? Das ist die Frage. Hier können wir auch nochmal Foundry-Quests annehmen. Will ich jetzt aber an dieser Stelle nicht. Wir regenerieren uns hier mal eben und schauen mal kurz auf die Karte. Aha, aha. Das ist also da oben, müssen wir mit einer sprechen. Okay. Ja, das kriegen wir hin. Ganz weiter oben geht's nicht. Da unten wird's noch weiter. Was ist denn hier unten eigentlich bei Nummer 11? Das Seeufer. Und da ist Nummer 10 ist... Ach, das Reiseportal. Okay. Ja, da haben wir hier noch einiges zu entdecken, wa? Gut, ich würde sagen, wir machen uns erstmal auf den Weg zu Zoe. Schauen mal, wo die uns als nächstes hinschicken wird. Und wenn wir dann bei Zoe angekommen sind, werde ich erstmal die Aufnahmesession beenden. Denn ich habe dann wieder 5 Parts für euch aufgenommen. Und ich möchte ja nicht zu sehr vorzocken, damit ihr auch immer auf dem aktuellsten Stand seid. Deswegen... Nur 5 Parts und dann gibt es in der nächsten Aufnahmesession auf jeden Fall dann die Möglichkeit auch die Gilde zu gründen und natürlich, dass wir dann auch uns über die Gilde zusammenschließen können, wenn es mal Instanzen gibt. So, da haben wir noch Zoe Fargo. Die gehört zu Nox Trupp. Ich bin gerade am Überlegen. Nee. Die quatschen wir jetzt eher auch noch nicht an. Liebe Freunde, wie immer hoffe ich natürlich, dass es euch bis hierher gefallen hat. Und wenn ihr wissen wollt, wie es mit der Suche nach der Krone weitergeht, dann schaltet doch einfach in 2 Tagen zum nächsten Part von Neverwinter wieder ein. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Mein Name ist Crazy Bane und ich bin für heute raus. Ciao.